Herzlich willkommen zur ersten Folge von Spaß mit Wissen. Heute der Unterschied zwischen explizitem und implizitem Wissen. Hier sehen wir Peter. Peter fragt sich, was ist eigentlich explizites und implizites Wissen? Falls auch ihr den Unterschied kennenlernen wollt, seid ihr hier genau richtig. Explizites Wissen kann man klar und eindeutig kommunizieren, wohingegen implizites Wissen auf Erfahrung basiert und oftmals nur schwer in Worte zu fassen ist. Dazu ein Beispiel. Peter hat großen Hunger auf ein leckeres Stück Kuchen, nur leider hat er noch nie selbst einen Kuchen gebacken. Aber gut, dass Peter jemanden kennt, der Experte auf diesem Gebiet ist. Das ist Inge, die Oma von Peter. Sie backt die beste Schwarzwälder Kirschtorte, die es gibt. Inge zählt Peter alle Zutaten auf, die er für den Kuchen benötigt, und gibt ihm das Rezept, auf dem alle Schritte beschrieben sind. Peter befolgt das Rezept von seiner Oma Schritt für Schritt und heraus kommt die perfekte Schwarzwälder Kirschtorte. Schmeckt wie die von Oma. Da Inge alle Mengenangaben und Arbeitsschritte klar formuliert und für Peter aufgeschrieben hat, war es für ihn kein Problem, den Kuchen zu backen. Merke! Explizites Wissen ist eindeutig kodiertes und klar formuliertes Wissen. Somit kann das eigene Verstandswissen mit Kollegen und Mitmenschen geteilt sowie für alle zugänglich gemacht werden. Nun ein Beispiel zum expliziten Wissen. Da das mit dem Kuchen so gut geklappt hat, fragt Peter seine Oma, ob sie ihm auch erklären könne, wie man Fahrrad fährt. Peters Oma fängt sofort an zu erklären, worauf es beim Fahrradfahren ankommt. Hör gut zu, Peter. Du musst dein Gewicht gut ausbalancieren und das Gleichgewicht durch Gegenlenken erreichen. Dann stellst du einfach deine Füße auf die Pedale und trittst mit dem stärkeren Bein los. Achtung! Du musst nach links lenken! Das mit dem Fahrradfahren hat wohl nicht so gut geklappt. Peter hat sich beim Versuch, nach den Anweisungen seiner Oma Fahrrad zu fahren, wehgetan. Aber warum hat es nicht geklappt? Implizites Wissen basiert auf Erfahrung und selbstgewonnenen Erkenntnissen. Das Wissen sitzt im Körper. Diese Tatsache macht es so schwer, implizites Wissen in Worte zu fassen und für andere verständlich darzustellen. Verdeutlicht wird das implizite Wissen auch mit dem Zitat "We know more than we know how to say". Vielen Dank, dass ihr euch ein Video der Wissensmanagement-Könige angeschaut habt. Folgt uns auf Twitter, YouTube und Facebook. Created using Powtoon.